Wo sind wir stehen geblieben? In Kapi Farm? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls habe ich die Quest, wie gesagt, auch im letzten Mal offline abgeschlossen. Jetzt kann ich hier abschließen klicken und bekomme noch 21 EP. Hier oben drauf. Was ist denn die nächste? Da warte ich jetzt mal kurz. Erbsen. Ah, blöd. Was habe ich angepflanzt? Tomaten. Natürlich ist nie das Richtige, was du dann brauchst. Es gibt 6 Punkte. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt uns nähern. Ich bin jetzt hier schon dann fast beinahe. Okay, bin schon noch eine Zeit lang entfernt, aber ich nähere mich. Level Nummer 6. Da ich bin 5. Und dann haben wir. Wie viel haben wir? Knacken wir die? Ja, ein bisschen was fehlt noch. Gar nicht mehr so viel. Dann noch ein bisschen anpflanzen, also Erbsen. Erbsen, Erbsen, Erbsen. Wie lange dauern die? 24 Minuten. Dann würde ich sagen, das mache ich dann auch wieder offline. Und damit können wir dann nächste Mal gucken. Würde mich auch interessieren, wie viele Quests gibt es da eigentlich? Gibt es wirklich unendlich viele Quests? Wenn ich wieder gucke, ich habe ja schon das letzte Mal mit euch da geguckt, wie viele da die ganz vorne, die ersten, die zweiten, was weiß ich da. Gucken wir nochmal. Ach, nicht Glückskarten, nicht Payback. Angeste. Wenn der hier oder der 7800 Quests abgeschlossen hat. Schon rackern. Jetzt kann man schauen, wie wo bin ich? Wie weit habe ich mich jetzt hier noch vorne gepischt? Ja, wo bin ich? Such, such. Ah, bin ich schon hier unter der Top 10 oder wie? Und wie bin ich? Doch, hier haben wir es. Ja, geht voran, geht voran. Punkte, so und so viel. Ich nähere mich um mal irgendwann mal hier unter die Top. Weiß nicht. Ich denke, ob man hier unter die Top 10 kommen, glaube ich nicht, aber ja, schauen wir mal, was sich da machen lässt. So, gehen wir ein bisschen wieder Wasser schöpfen und Holz hacken und dies und das und was weiß ich noch alles. Wieso ist denn das jetzt hier eigentlich? Das habe ich abgebaut, wieso ist denn nicht fertig hier? Okay, ist ja auch egal. Aha. Genau, da wollte ich auch noch was sagen. Und zwar, ne, da wollte ich eigentlich nicht machen. Und zwar beim Markt, den wir das letzte Mal ja erkundet haben. Wegen diesen Zauschen-Dingens, die es da ja auch irgendwo gibt. Bin ja schon wieder nicht mehr eingelebt. Wurde mir gesagt, oder hat mir der liebe, die liebe Apokalypse 98, glaube ich, war es, sagt an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön mitgeteilt oder hingewiesen, dass sich das Tauschen hier nur lohnt bei Radieschen, weil es eben das billigste ist, der andere lohnt sich nicht, weil jedes dieser Tauschen bringt nur ein EP, falls ich das noch richtig in Erinnerung habe, sage ich Dankeschön nochmal an dir für den Hinweis, sonst hätte ich da wieder weiß Gott was gemacht. Und ja, wo oh, habe ich hier eine Nachricht oder wieder was? Keine Ahnung. Ah, was haben wir hier? Neue Kavanne hat deiner Pflanzen gekauft. Von der Pflanze Zwiebel wurden erfolgreich 20 Stück verkauft. Und dafür bekomme ich extra eine Nachricht. Das ist auch nicht schlecht. Naja, aber ich weiß ich wenigstens, sie ist verkauft. Ist ja auch nicht so schlecht. Gehen wir mal kurz wieder auf den Markt hier. Was haben wir, was können wir hier sonst noch so tun? Meine Produkte, eigene Angebote. Muss ich hier stillen. Ah, ich finde mich hier wieder nicht zurecht. So, Hamas. Lager. Wo haben wir mein Gemüselager? Sonst habe ich ja noch nichts. Aber hier irgendwo halbwegs viele Tomaten könnte ich ein bisschen was verkaufen. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Kann ich Puzzleteile auch kaufen? Was wäre es jetzt hier? Ja, gehen wir mal raus und rein. Gemüse. Tomaten. Wie viel kosten Tomate hier? Preis. 20. 20 der Preis. Okay. 12.000. Ach ja. 12.000? Man kann das maximal, man kann so anbieten, wie viel man will, aber wer kauft bitte zwei Tomaten für dann insgesamt 25.000? Das verstehe ich nicht ganz, wenn ich die für 40 Euro bekommen kann. Ja, bisschen unverständlich, aber gut. Diejenige weiß es anscheinend auch nicht ganz genau. Aber den lieben Norbert hier mit 20, mit dem Preis 20, das versuche ich jetzt hier zu unterbieten. Gehen wir einfach mal rein, weil da habe ich ein bisschen was verkaufen. Wie viel verkaufen wir denn? Verkaufen wir einfach mal 14 und das für den Stückpreis 18. Na, verkaufen wir gleich mehr. Verkaufen wir 24. Das gibt dann wieder. Sofern es dann hoffentlich auch gekauft wird, ein bisschen Kapital und dann bekomme ich auch wieder eine wunderschöne Nachricht von weiß nicht wen. Dies und das wurde alles abgekauft. Das ist ja auch nicht schön. So eine kleine Forschung, was uns erwartet. Ab Level 20 die Farmküche. Da bin ich schon gespannt drauf. Auf das Farmhaus. Da kann ich ja schon beitreten. Allerdings hier noch nicht viel machen, weil es kostet mir, glaube ich, alles so viel. Warte, schauen wir gleich hin. Sonst noch der Stall. Ab Level 12, weil ich habe jetzt keine Tiere. Die kommen dann erst mit dem Level. Und lieber Sepp. Und eine Quest. Auch sehr interessant.
Ja, da waren wir jetzt vorher drinnen. Schauen wir mal, ob ich hier wieder etwas verkaufen kann. Damon Watering. Oder an die Jan Bobo. Hammernamen. Ja, okay. Und kann einiges verkaufen, wie ihr seht. Was lohnt sich denn mehr? Liebe Experten, was lohnt sich mehr hier an die Kunden verkaufen oder an den Markt zu verkaufen? Könnte man sich ganz leicht ausrechnen, aber ihr wisst ja sicher mehr. Wenn ihr Lust habt, mir das mitzuteilen, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Was habe ich hier sonst hier noch so? Also gehen wir noch mal kurz jetzt hier rein in mein Haus. Achievements, was haben wir denn da so? Ich bin Radieschenzüchter. Was ist Belohnung für? Kohlkopf, Blumenkohl ernten. Aha, die Erfolge, die man schon hat. Einen habe ich schon, jawohl. Na, geht doch an. Dicke Punkte. Kann ich hier irgendwo. Gehen wir mal in den Shop. Ja, hier Hausanrichtung, hier haben wir es, können wir gleich kaufen. Ja, das wollte ich sagen. Das kostet mir alles viel zu viel, was ich halt nicht habe. Viel zu wenig Geld. Ziergarten. Was haben wir hier? Blumen. Habe ich mittlerweile Blumen? Kann ich mittlerweile Blumen? Also gelbe Blumen, das kostet mir Money, Money. Beziehungsweise Coins. Bäume. Kommen erst alles, sehr gut. Was erwartet uns? Unser Birnbaum. Löffel 96, eine süße Kirsche. Hat die schon der erste? Ich glaube nicht mal der führende hat die schon. Dann Wege, Mauern, Hecken, da könnte ich sogar etwas kaufen. Machen wir das mal. Klicke hier, um das zu kaufen. Jo, will ich kaufen. Ich will es mal probieren. Zum Ziergarten. Jetzt Bonus abholen. Alle 13 Stunden klicken, um Bonus abzuholen. Premium-Spieler alle 6 Stunden. Premium bin ich leider nicht. Objekte aus dem Lager Ziergarten stellen. Das machen wir gleich. Objekte den Ziergarten zurück ins Lager stellen. Verschieben. Habe ich was? Ich muss was haben. Ja, Weg unten rechts habe ich. Kann ich den jetzt irgendwo platzieren oder will er nicht? Doch, da kommt er ja. Also, es war jetzt sinnlos. 25, dass ich das gekauft habe. Aber damit kann ich jetzt endlich mal behaupten, ich habe irgendwas auf meinem wunderschönen Ziergarten stehen. Sehr gut. Kann man dann sonst noch platzieren eigentlich? Kann ich da alles platzieren, was ich will eigentlich hier? Spezialobjekte. Kann ich da Pflanzen wahrscheinlich die hier noch hinschmeißen. Tauschen, verkaufen. Aber Tierchen, kann ich da mal auf Ziergarten Tierchen hinstellen? Zum zweiten Feld. Meine Güte. Da haben wir ein zweites Feld, ohne es zu wissen. Also da können wir die Tierchen hinstellen. Ah, das vergesse ich. Das verwechsel ich immer. Hier können wir dann die Tierchen hinstellen. Habe ich aber noch nicht. Ich werde es auch zwar nicht im nächsten Video dann haben und da werden wir dann auch dies noch nicht erkunden können, das zweite Feld, aber ich würde mich dennoch freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet.